Moin, moin, willkommen zu FIFA 15, wie angekündigt, werde ich FIFA 15 Let's Play starten. Ich werde eine Rangschreibung mal gucken, ob wir weitermachen oder nicht. Natürlich wählen wir den Trainer Chaos. Wir gehen zu meinem absoluten Herzensverein, zu Eintracht Frankfurt. Da muss man schon sagen, was es hier für Vereine gibt. Und FIFA 10 ist natürlich noch heftiger. Aber wir nehmen Eintracht Frankfurt. Und alle zwei Jahre mit Trapp. Wir spielen auf Profi erstmal. 5 Minuten Euro. Das Stadion. Sagen wir, lassen das erwähnen. Wir nennen es natürlich. Wir nennen es natürlich Deutsche Bank Park. Wie es auch wirklich ist. Ich hoffe, das kann man reinschreiben. Ja, genau. Deutsche Bank Park. Yes. Anwenden und beenden. Aktuell herunterladen. Also ich werde aktuell herunterladen machen, weil ich eigene Spieler besitze und die will ich halt nicht unbedingt in der Karriere drin haben. Deswegen aktuell herunterladen. Mal europäische Wettbewerbe. Lass uns mal gucken, was da kommen würde. Wollen wir nicht? Ne, da fehlt ja die Herausforderung, da hinzukommen. Deswegen. Ja, werden wir das so machen. Das wird zwar nicht wirklich viel herunterladen können, weil manche Spiele einfach nicht existieren, die wir jetzt haben. Wie Luka Jörg, gut, Luka Jörg ist ja nicht mehr bei uns, aber trotzdem. Natürlich, jetzt ist die Frage. Wie nennen wir den Trainer? Was, soll ich meinen Namen benutzen oder? Was nennen wir denn? Bekannt. Deswegen werde ich das auch hier nehmen. Natürlich, natürlich aus Deutschland. Ah. Ich check vorbei. Also, immer grau. Mittelschmächtig. So. Direkt mal. Starten wir direkt mal rein hier. Und bin bereit, Eintracht Frankfurt im Sturm zu nehmen. Diese Übersetzung ist so übel. Vielleicht hat Toni Groß für 41 Millionen. Ey, 2014. Oh, da kommt gerade der Knights von Avengers im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich glaube, ja, ganz leise. War der noch 24, jetzt ist er mittlerweile 30. Meine private Karriere, meine Design, drehe ich gerade aktuell. Da habe ich alle Ligen durchgemischelt, also zum Beispiel ist ja durchgemischelt. Nehmen wir das hier. LP. So. Ich habe mir das auch schon mal direkt komplett überlegt, wie ich das machen werde. Jetzt ja, kennen wir alle aus FIFA und das muss ich jetzt nicht erst also vorlesen. Was haben wir denn dein Geld? 5 Millionen? Und gucken wir erstmal unsere Mannschaft an. Oh je, die Aufstellung geht überhaupt nicht. Krieg mal die Aufstellung an. Ich hab da. Die vielleicht mal. Ich teste mal die. Ich hab's dann schon eine andere drin. Wobei, das ist ein Sturm. Na, wobei. Ding hin.
Direkt mal her. Eieieiei. Eieiei, okay, nee. Jetzt kann ich nichts anfangen. Wieder meine altbekannte Erfindung haben Maya und Seferovic. Hier ist auch noch Flings. Also, ich bin defensiv schon der vorne. Hier eigentlich. Das ist echt gerade was problematisch, weil mir jetzt Vaclav Katlec fehlt. Das ist anscheinend zu diesem Zeitpunkt, wo das Ding passiert ist. Anscheinend schon. Wobei ich eigentlich Kittel haben will, weil Kittel ist, glaube ich, ein Ticken. Wobei. Wobei, Shindera macht es eigentlich schon ganz gut. Kittel ist sau schnell, das ist ganz klar. Warmes. Meier schießt 11 Meter. Kapitän ist Meier. Nein. Wenn jemand die falsche schießt, dann Piasson. Das kann der. Meier macht die. Ne, Meier macht die lang. Wer schießt die besten Ecken? Meier, aber ich will. Der soll die Kopfbälle machen. Man kann Torwart ja nicht auswählen. Mach, komm, alles. Piazza macht alles. Oh yeah. Oh, das. Draht orientieren. Natürlich. So. Seferovic. Abwehrgenauer Druck. Zieht nach außen. Und überläuft die Abwehr. Wir kommen. Wobei. Der orientiert ja nach vorne. Und fange scharf um alle Freiheiten. Wir kommen, der kriegt alle Freiheiten. Auch nach vorne. Wobei du. Du gehst auch mit nach vorne. Aber du. Du Passwege zu und hinten beangriffen. Hinten beangriffen. Stürmerrolle übernehmen? Ach, Russ kann das. Hinten beangriffen Standard. Hinten beangriffen, wobei. Die Verteidigung soll hinten bleiben, das ist ganz wichtig. Hoher Druck, lange Bälle, Ballbesitz. Der Sieg wird versuchen, der Verteidigung tief zu stehen, Druck zu unterbinden. Ach komm, Bruder, machen wir das. Konter ist mein Ding. Eigene Taktik, oh je. Kann man da hier alles einstellen? Also wir haben links. Das heißt, wir haben recht gute Spiele. Chandler, Zambrano, Russ. Ah, das ist scheiße, dass wir Cutlets nicht haben. Das ist scheiße. Spielt er noch? Nein, wenn das wirklich aktuell ist. Vaclav Katlec ist hier schon gar nicht mehr im Spielen. Oh. Ist aber gar nicht gut. Wenn du das aktuell ist, dann müsste Kostic eigentlich bei Hamburg spielen, oder nicht? Nee, bei Stuttgart. Ich habe direkt meine Anfrage.
kostet es einen Spieler, den brauche ich halt einfach. Nochmal Rebic. Bitte. So knackige 20 bei Leipzig. Vielleicht mal eine Anfrage, was der kosten würde. Sturm ist mir echt wichtig. Und natürlich noch die bekannten Franzosen. Sebastian Allaire. Utrecht. Der sollte nicht so teuer sein. Gucken wir direkt mal weiter. Wie 2 Millionen, Alter. Ist Philipp Kostic kein Interesse, den zu verkaufen? 5 Jahresvertrag hat er bei denen. Uff, waren wir mal gar kein Geld. Allaire wäre eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Gucken wir mal, ob wir ihn für. Wir gucken mal, ob wir ihn vielleicht für 2,5 bekommen könnten. Wird stimmen, da brauchen wir halt einen. Da haben wir Alex Meyer und Seferovic. Das ist nicht wirklich zu Rebic. 3 Millionen. Ohohoho. Ha, das könnten wir nicht. Also, ich akzeptiere unser Angebot für Sebastian Allaire. Aber kommt natürlich direkt mal ein Vertrag von 10.000. 4 Jahresvertrag, Rolle im Kader. Gucken wir mal, ob er Rotation will. So, wir haben 2 Millionen, wir können keine. Nein, wir haben ja bis noch. Wenn wir es alle kaufen, haben wir bis noch 2, 5 oder so. Das wäre gut für Pearson. Nee. Was bieten die? Auch 6,5. Ja, aber nee. Pearson ist mir zu wichtig. Gucken. Angebot akzeptiert. Alle akzeptieren unser Angebot. Haben wir noch 2,5. Jetzt wird's kritisch. Mal Verpflichtung. Nationaltrainer werde ich nicht annehmen. Wir haben Wald schon noch auf der Hinterhand, aber wir nehmen alle leer mit, weil alle leer. Oh, alle ist ja auch noch schlechter wie bei meiner privaten Karriere. Uiuiui. Hm. Rein theoretisch könnten wir verkaufen und zwar. Ich brauche mal der. Bisschen ordentlich. Mit Dojovic. Na, können wir nicht verkaufen. Die Gnostik, aber den. Natürlich können wir den nicht verkaufen, weil die erst kürzlich zu ihr. Flum könnten wir verkaufen. Matlung. Ach komm, den bieten wir gerade mal einen neuen Vertrag an. Bisschen mehr. Rotationsspieler, 4 Jahresvertrag, so. Jabba. Na, lass mal noch. Aber den können wir halt verkaufen. Anlassen. Wobei, ja, lass mal auch noch. Aha. Verona zeigt Interesse an dem Aja. Na. Da stand bei mir aber nichts im Büro. Gut, das ist ein Spielplan, den wir spielen. Oh, Paris im Testspiel. Southampton und Bordeaux. Uiuiuiui, das wird ja mal direkt ein großes Testspiel. Transferangebot für Alexander Meyer. Nee. Na, der wird nicht verkauft. Der ist direkt mal unverkäuflich, der Junge.
Nee, 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 den bekommt man hier gar nicht weg. Transfergebot für Johannes Flum. Aber ich finde dem nicht erst verlängert. Ne, das war jemand anders. Probieren wir mal 2,5 zu bekommen. Verlängerung. Mattelung hat verlängert. Das war Mattelung. Das war nicht. Abschlussbericht zu Philipp Kostic. Ha, 73 Gesamtstücke. Das wäre schon. Uff. Schleunigung 85. Ah. Vielleicht bei mir jetzt auch zum Beispiel Privatkehr, dass sie gesagt haben, wir verkaufen ihn nicht, aber dann haben sie es doch angenommen. Für Bamba Andersen. Ah, da ist Verona. Ah, ich weiß nicht. Gucken wir mal, was unsere Mannschaft angeht. Wir haben recht wenig Spieler sogar. Ist der. Ne, dann wäre er weg, er weg. Dann noch mit Dojovic haben wir dann noch. Pinsombe, Jakba, Ignowski. War Andersen wird wahrscheinlich eh nicht spielen bei mir. Deswegen. Werde ich ihn für das Geld, was ich hier bekomme, verkaufen. 75er Sandstecke ist schon ein ordentlicher Preis, aber. Jo. Johannes Flum wäre dann auch schon mal verkauft an Gladbach. Für Jaffa. Warum? Vaduz verkaufen. Klar. 16.000, da brauche ich eigentlich nicht mehr verlangen. Ach, so. 80.000 ist ein Marktwert, aber. Wegen Grund der Schüler ist das Küsse. Ah, Mann. Gut. Spieler verkauft. Zu Ante Rebic, was sagen die da? Boah, 66 nur. Was ist sein Marktwert? Oh, 3. Bastos? Oh, ho, 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 ho. Und dann legt man eine Anfrage, was sie so ungefähr wollen. Hüttel auch schon 30 da gewesen. Kiesling auch schon. Anthony Modest. Bei Hoffenheim? Stürmer? Beobachten wir dann mal. Stellen wir direkt mal eine Anfrage an Hoffenheim. Ich guck direkt mal durch, was die hier haben. Alaba. Aubameyang. Adrian Ramos. Pizarro. 35. War der da schon? Hui. Robben. Nee, nee. Ich weiß noch, wenn wir uns holen könnten. Das sind so meine Transfers, die ich jetzt mal tätigen will. Anthony Martial bei Monaco, Leute. Rode. Sebastian Rode, ZDM bei FC bei. Stimmt ja. Er hat sogar eine 78. Bei meinem privaten Ding hat er eine 80. Natürlich, es ist so ein bisschen so kritisch. Okay, krass, Spieler verkauft, nice. Spieler verkauft, nice. Oh mein Gott, 13 Millionen für Anthony Modest? Wollen die mich verarschen?
Und für Bastos 16,5, Bruder, mach doch nicht so ein Ding draus, Alter. Oh mein Gott. Das ist doch echt ein Witz, Alter. Ist gerade Abschlussbericht zu Bastos. Was sagt der Abschlussbericht zu Modest? 77er Gesamtstärke wegen seinen. Vielleicht jetzt wollen die so viel Geld bei Bastos. Was sagen die da? 77er Gesamtstärke, aber auch gute Stats. Ah ja. 1,96, Bruder, mach doch nicht so ein Ding halt raus, Alter. Ich glaube, das war es erstmal mit der ersten Folge. Gucken wir mal, wie es bei euch ankommt. Ja, jetzt schnell den nächsten Pfad spielen dann gegen PSG. Dann wahrscheinlich nur gegen Southampton. Und gegen Bordeaux. Und ich weiß nicht, wie man französische Dinge ausspricht. Und dann erster Spieltag ist gegen den SC Freiburg. Wolfsburg, Augsburg. Uiuiui, das sind ja spannende Spiele. Bayern, Gladbach, Dortmund, drei Top-Spiele hintereinander. Uiuiui. Ist ja was. Egal. Rein.